Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, eigentlich wollte ich so zum See fahren und eigentlich war auch alles gut, aber dann bin ich zur falschen Bahnstation gefahren und deswegen fahre ich jetzt mit dem Fahrrad hin. Es dauert so eine Stunde und das ist richtig dumm eigentlich, weil ich habe richtig auf Platten und wenn ich jetzt Platten kriege, bin ich halt komplett gearscht. Ich habe auch nur so Wasser dabei, aber dafür fahre ich einfach gleich mit dem Fahrrad über eine Autobahn. Ich wollte das schon immer noch, ich fand das so cool. Ich habe keine Ahnung, aber das ist richtig cool. Ja, wir müssen heute länger in der Schule bleiben, weil wir so richtig tolle Präsentationen haben, auf die ich mich schon sehr freue. Aber das Gute ist, theoretisch müssen alle halt da bleiben. Aber ich kann halt früher gehen, weil ich noch zum Training muss, weil mein Kürzeit. Also es ist noch nicht so fertig, aber es ist so fast fertig. Und ich muss halt so anprobieren, damit es so gut zusammengenäht wird und so. Und ich bin richtig gespannt, wie das aussieht. Genau, weil ich kriege ein neues, weil das andere halt zu klein ist. Und da freue ich mich sehr. Und ja, das ist halt weil es ist Sommer. Ja, und wir waren gerade noch bei Rewe einkaufen. Ich habe mir einen tollen Smoothie gekauft. Die OGs werden ihn noch kennen. Okay, super. Ist krass irgendwie, dass ich sowas sagen kann. Aber egal. Und ich habe mir noch Cookies gekauft. Und sehr lecker. Und es wird stressig. Aber wir kriegen das hin. Ich hatte gerade noch Cookies von gestern übrig. Und die Karamellcreme stand hier noch so. Und dann dachte ich, das ist eine sehr gute Idee, das zu kombinieren. Ich weiß nicht. Also ich habe es eben schon probiert und das ist einfach so lecker, weil so diese beiden, meine zwei Lieblingssüßigkeiten fast so zusammen und wow, wow, wow. Also wirklich allerbest. Allerbest. Ja, es ist übrigens wieder Mittwoch. Der YouTube-Tag, an dem ich nichts für YouTube mache. Ich habe mir gerade früher gemacht. Ja, und jetzt sitze ich hier und esse das jetzt, weil das ist schön. Eigentlich wollte ich noch andere Sachen machen, irgendwas Cooles, aber ich weiß nicht, was cool ist. Falls ihr bitte Ideen habt, wirklich, schreibt es in die Kommentare. Ich brauche Ideen, irgendwas, was ich machen kann, weil mir ist ein bisschen langweilig. Und ich will irgendwas machen, was ihr auch Spaß habt, dann zu gucken, was euch hier so interessiert ist. Deswegen ja. Und Vlogs sind zwar auch okay, aber da mache ich halt irgendwie manchmal nichts und bin so, hä, was soll ich jetzt machen? Ja, eigentlich wollte ich noch so meine Klamotten aussortieren. Vielleicht mache ich das gleich wirklich. Und dann sie so verkaufen und so auf Vinted. Du musst wieder so hinschreiben, so ja. Bitte nicht zu Hause nachmachen. Nee, musst du überhaupt nicht. Das ist voll unnötig. Aber es ist doch voll gefährlich und so. Lara stirbt jetzt. Okay. Für YouTube. Oh mein Gott. Für YouTube. Springen, ne? Ja, wäre eine Idee. Schön. Ja, wir hatten gerade Sport. Ich habe einfach diese Sonnenbrille gefunden. Ich weiß nicht, was halten wir davon? Ich hoffe, niemand guckt jetzt das Video, dem sie gehört. Und wenn doch, dann spreche ich mich an. Ich gebe sie dir gerne wieder zurück, aber so lange behalte ich sie. Und ich habe auch noch eine Kette gefunden, aber die habe ich abgegeben, weil ich habe die nicht so gefühlt. Und außerdem, so Kette ist nochmal so anders. Na okay, eigentlich ist Sonnenbrille krasser. Und jetzt habe ich gerade hier, stand hier so diese Tüte. Ich war so, oh mein Gott, ist da was drin? Ich glaube, so scheiße, nein. Aber da waren diese Dinger drin. Oh mein Gott. Ich habe, ich glaube, ich die schon mal gezeigt. Aber ich finde die so geil. Die sind so lecker. Die sind so, oh mein Gott. Ja, es ist Samstag. Ich dachte, ich bin richtig verzweifelt und suche jetzt irgendwas, was ich heute machen kann. Ich habe theoretisch halt heute den Tag frei, aber ich weiß jetzt so richtig viele coole Sachen, die ich machen kann. Auch fürs Video werden die sehr geil. Genau, das ist auf jeden Fall sehr positiv. Das heißt, ich kriege den Vlog fertig und der ist nicht nur so 4 Minuten lang hoffentlich. Genau, als erstes habe ich mir Avocado-Toast hier richtig schön gemacht. Und das Problem ist, glaube ich, die Avocado war noch nicht so ganz reif, aber egal. Ja, ich werde gleich einkaufen gehen, ein bisschen shoppen, ein bisschen Geschenke kaufen. Genau, und dann, egal, ich sage das nicht alles, weil ich mache es einfach ganz besser. Ich habe jetzt dieses Buch hier und ich will das mit Karte bezahlen. Aber ich habe doch so nie gemacht mit Karte bezahlen. Ich habe Angst, dass das vorher so entsperren muss oder so. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Aber ich schaffe das, ich muss das können. Gerade eben kurz erstmal ein bisschen Panik bekommen, aber, aber die Kassiererin war total nett, deswegen habe ich das irgendwie hinbekommen. Ja, ich will mir eine Haarfarbe kaufen, weil das halt schon voll rausgewaschen ist und man sieht auch so unbedingt den Ansatz. Und ich glaube, ich nehme jetzt mal die, weil es die andere einfach nicht gibt. Und ja, ich, die ist auch gut. Sag mir, dass du viel eingekauft hast, ohne mir zu sagen, dass du viel eingekauft hast. Ja, natürlich. Ich habe mir für mein Kühlkleid, also für mein neues Kühlkleid, was auch jetzt schon fertig ist, ich zeige euch das aber erst in einer Woche, weil, nee, warte, in 2 Wochen, weil da ist mein nächster Wettbewerb, genau, und dann werdet ihr das sehen, aber ich habe mir dafür so Hotfix und so Glitzersteinchen gekauft
Und ich dachte, weil ich die eh nicht alle fürs Kleid brauche, mache ich so eine Handyhülle. Kennt ihr das so, wenn man so eine Handyhülle hat und dann sind da so Glitzersteinchen? Und ich hoffe, die Handyhülle schmilzt nicht, weil das halt so heiß, wenn man das so da drauf macht. Ja, aber ich wollte das ausprobieren. Deswegen mache ich das jetzt und hoffe, das sieht gut aus. Also ich bin damit jetzt so weit gekommen und es funktioniert auch gut, aber es dauert halt Ewigkeiten so. Und das hier hat halt jetzt so einfach davon so verbraucht. Das ist halt schon ein bisschen krass so, weil ich weiß nicht, ich glaube, ich will sogar fast die Steine für mein Kleid einfach. Deswegen, das ist ein bisschen blöd dann, wenn ich davon noch mehr jetzt welche brauche, dann, weil die kann ich nicht benutzen, die sind zu groß. Und ich kann nur die und die benutzen und die sind arschklein und das wird halt ewig dauern. Das traue ich auch nicht, auf mein Kleid das zu machen, weil wenn ich das verpacke, wird halt scheiße. Ja, also erstens, ich habe es nicht mehr geschafft, das Whiteboard aufzuhängen. Ja, die Handyhülle ist jetzt fertig. Ist ein bisschen scheiße, weil da oben, da ist schon so ein Stein abgegangen. Und ich glaube, das hält auch eigentlich nicht wirklich. Aber egal, jetzt für den Moment sieht es fresh aus. Ich habe überlegt, noch das App-Logo dazu machen mit Steinen, aber es dauert so 100 Jahre und darauf habe ich keinen Bock, wenn das eh wieder abfällt. Deswegen, ja, war doch heute ein bisschen loser Tag. Eigentlich dachte ich, dass es ein bisschen krasser noch wird, aber ich bin irgendwie ein bisschen K.O. Da fliege ich morgen in den Hansapark. Da freue ich mich schon sehr. Das wird sehr, sehr cool. Ja, und deswegen hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und tschüss, bis zum nächsten Mal.